So Leute, da sind wir wieder zum Let's Play FM13 Reloaded mit dem Chemnitzer FC. Wir haben uns schon mal ein bisschen die Vorbereitung geplant, obwohl was an Vorbereitung übrig ist, ist ja nicht viel. Also zwei Testspiele gegen Lotte und gegen Aachen. Und dann geht's in der dritten Liga los am ersten Spieltag mit gegen den VfL Osnabrück. Da wird's ein bisschen rütteln. Guck mal, wann spielen wir denn hier gegen unsere Kollegen? Oh, guck mal, da spielen wir gegen den Baumi, gegen den Barney, da spielen wir gegen den Baumi. Falsch, andersrum. Da spielen wir gegen den Barney, gegen Preußen Münster und da gegen den Baumi aus RB Leipzig. Beide jeweils zu Hause. Mal gucken, vielleicht möchten die beiden ja als Co-Kommentator vorbeischauen. Ist ein Angebot an die, Jungs. Durch solchen Spielen. So, dann würde ich sagen, ja, starten wir einfach mal mit dem Wochenverlauf, denn ja, viel zu erledigen gibt es jetzt erstmal nicht mehr. So, Trainingslager. Also, ab geht's. Fitness. Müssen wir ein bisschen was raufhauen und Teamwork haben wir auch ein bisschen was drauf. So. Und nicht anders. So. Wir werden Pokalsieger natürlich nicht. Wir werden die Saison aufsteigen. Wir werden nicht absteigen auf jeden Fall. Wir werden das sonst ja erreichen, sage ich mal. Ich werde dem Verein treu bleiben. Ich fordere Disziplin und wir werden eine tolle Stimmung haben. Mehr kann ich hierzu erstmal nicht groß sagen. Und dann gucken wir Finanzen. Ein Punkt gesunken, weil wir einen Kredit aufgenommen haben. Aber der wird sich auszahlen. Den brauchen wir, den Kredit. Auf jeden Fall. So, Christian Mausberger soll verliehen werden nach Jena zum FC Carl Zeiss. Sie bieten 100% Gehaltsübernahme an. Ist in Ordnung. Vertrag unterzeichnen wir mal, dass er Spielpraxis da kriegt in der vierten Liga die Saison. Und genauso auch Tom Scheffel zur TSG Neustrelitz. Auch da unterschreiben wir und ab geht's. Und jetzt starten wir schon mit dem ersten Testspiel gegen die Sportfreunde Lotte. Da ist ja ein Ding. So, der Fink scheint gut in Form zu sein. 67 gerade, wow. Das ist wirklich ein Top-Mann, den wir da haben. Gut, was er letzte Woche hatte, letzte Saison hatte, können wir es nicht gucken. Tore, aber trotzdem, 30 Tore in 53 Spielen ist schon eine Marke. Auf jeden Fall. Und Benjamin Förster genauso. Vor allem in der Regionalliga hat er getroffen ohne Ende. Hier in der dritten Liga würde sich noch zeigen. So, wie spielen wir denn? Philipp Penke stecht mal zuerst ins Tor. Der die Nummer 1 auf dem Rücken auch hat. Oder Kevin Konrad wird den Innenverteidiger spielen für China. Erstmal. So. Siehst du, da ist noch Bankplatz frei. Bankert. Oh, haben einen sehr kleinen Kader auf jeden Fall. Hasaimi ist noch verletzt. 1,94 groß. Riesiger Innenverteidiger. 20 Jahre jung. Wie lange? Noch 19 Wochen. Da ist ja super. So. China. Birk wird spielen. Für Landeka erstmal. Kolja Pusch wird auch spielen. Für Mike Kegel. Und dann schauen wir, ob wir es so mit der Doppel-6 lassen oder andersrum spielen. Anton Makarenko kann da auch rechts im Mittelfeld spielen. Ja, kann er. Ist genauso stark da. Gut, dann stellen wir Makarenko erstmal auf. Im rechten Mittelfeld. Und Tino Semmer vorne im Sturm für Anton Fink. Und dann starten wir mal das Spiel. Gegen Sportfreunde Lotte. So, Hakan Ulusu, nicht so gut wie gedacht. Wer ist das denn? Jugendspieler. Okay, na gut. Trainingslager beginnt nach Herzlacke. Neuer Hintergrund können wir uns einrichten. Okay, Mausberger wird ausgeliehen, Schäfer wird ausgeliehen. Okay, super. Wir starten einfach mal, wie gesagt, endlich mit dem Testspiel. Natürlich im Textmodus. Quatsch, Sofortberechnung. Und geht raus, spielt ordentlich Fußball. Das ist der Sinn von Testspielen. Ordentlich Fußball spielen und Spaß haben. Tino Semmer mit dem 1-0. Wunderbar. Da fällt das erste Tor gleich mal für uns. Oh, mehr passiert momentan nicht. Wir schicken mal alle zum Warmlaufen schon mal. Denn in der Pause wird es ein paar Wechsel geben. Ihr kennt da ja eigentlich mittlerweile meine Strategie. Bei Testspielen vor allem. So, Riederer. Da gibt es das Duell fürs Tor. Riederer mit einer 1. Pentgen und haben mit einer 1. Riederer, zweite Halbzeit im Tor. Stenzel für Le Beau. Deka wird für Birk reinkommen. Pfeffer für Gabuszewski. Dafür geht aber. Ach, Mist. Pfeffer dahin. Makarenko kann da auch spielen. Super. Semmer geht ins linke Mittelfeld zur zweiten Halbzeit. Anton Fink kommt in den Sturm rein. Bankert kommt für Wachsmuth. Ja, Mike Kegel für Hensel. Haben wir alles durchgewechselt zur Pause. Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. Spielergespräche, Konrad loben, Förster loben und auch Semmer loben.
So, Rest macht der Assi. Und dann, ja, Wechsel gibt's ja nicht mehr. Verschlussweise anhalten machen wir auch nochmal, aber okay. Aber das ist beim nächsten Mal nicht vergessen. So, da fällt aber kein Tor mehr. Eher noch für Lotte. Nee, doch nicht. 1-0 Sieg, also im ersten Testspiel gegen die Sportfreunde aus Lotte. Philipp Pentke war der beste Mann. Riedera auch mit 1,5, aber das wird ein Duell auf Augenhöhe mit den Torhütern. So, Landeka auch mit einer 1,5. Stenzel mit einer 2,0. Oh, wow, die spielen ja recht gut. Das seid ihr. Semmer mit einem Tor. Wunderbar, Push. Lebo auch mit einer 1. Als Rechtsverteidiger. Wunderbar, also ist ja super hier alles. Kevin Konrad auch. Mit einem guten Spiel. Sieht da schick aus. Gucken wir Statistik an. Ballbesitz, waren wir klar besser. Schüsse, Chancen. 9:6 Chancen. Also Lotte hat auch ein paar Chancen gehabt. Wir haben eiskalt genutzt, sozusagen. Nicht eiskalt. Eigentlich nicht eiskalt. Wir waren eher schludrig mit den Chancen, was das angeht. So, dann treffen wir jetzt noch auf Alemannia Aachen. So, das haben wir hier. Silvio Bankert, Kapitän der Liga. Dann mal gucken, ob wir da noch einen anderen Kapitän finden. So, Alemannia aus Aachen. Aufgabe machen wir vom Ligastart auf jeden Fall. So, oh, Riedera, was ist mit dem denn los? Der hat eine Topform auf einmal. Der steht jetzt mal vor einem Tor auf jeden Fall. So, Landeka wird Linksspiel für Birk. Der hat nämlich stark gespielt. Bankert wird heute in der Startelf stehen. So, China kommt aber in den Kader heute für Birk. Und China spielt von Wahlen auch für Wachsmut. So, Mike Kegel für Push. Pfeffer für Makarenko. Und Fink für Förster. Also, so soll das hier etwa aussehen heute. Birk, wie gesagt, heute noch nicht im Kader. Und dann gucken wir mal, was es so Nachrichten gibt. Statusbrief Verletzung. Ja, 19 Wochen fällt der gute Jeron Hasaime noch aus. Und dann gucken wir mal, wie wir uns gegen Aachen schlagen. Gebt euer Bestes. Chris Taktschrei mit einem Eigentor bei Aachen. Bringt uns die 1-0 Führung. 2-0 durch Rabuschewski. 3-0 hinterher durch Tino Semmer. Semmer also schon wieder mit einem Tor. Ja, so jetzt lassen wir Förster mal in der zweiten Halbzeit stürmen. So, Makarenko kommt für Gabuschewski. Pfeffer spielt durch heute. Kevin Konrad für Banker. China spielt durch. Stenzel für Lebo wieder. Und Push für Kegel. Da wird sie auch ein Duell entwickeln. So, und Pentke natürlich wieder zur zweiten Halbzeit ins Tor. Halbzeitansprache. Genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Assistent in den Festspielen immer nicht immer die Gespräche. So, Wachsmut läuft sich warm, auf ihn einwechseln. Entscheiden wir später. So, China. Ja, kommen die zwei, kann er nicht mehr verschlechtern. Kommt Wachsmut rein. Der letzte Wechsel und ein Tor fällt auch nicht mehr. Zweite Halbzeit, also brechen wir ein. Wahrscheinlich die Wechsel bringen uns so ein bisschen aus dem Konzept wahrscheinlich. Mike Hegel mit unter 1. Hat er also einen Sprung gemacht vor Kolja Pusch. Gabuschewski mit einem Tor und wow. Super Form. Tino Semmer ebenfalls wieder mit einem Tor. Also, da wird sich zeigen, wer uns im Sturm spielt. Benjamin Förster allerdings auch mit einer guten Leistung. Anton Fink hat selbst noch nicht getroffen. Aber auch eher gut in Form. Also, das ist natürlich eine Sache. Müssen wir entscheiden. Ballbesitz 61% wieder. Gucken wir natürlich die Chancen. 6 Chancen diesmal. Eine haben wir nur zugelassen. Das ist also sehr gut gewesen. Gucken wir auf die Torhüterleistungen. Riederer 3,5, Pentke 3,5, also dann nehmen sie sich heute auch nichts. Und dann starten wir gegen VfL Osnabrück in die Drittligasaison. Hofmann soll Matchpraxis sammeln. Den werden wir sicherlich nicht leihen können. Das wäre es natürlich. Aber der soll sicherlich, wenn in der ersten Liga oder zweiten Liga Erfahrung sammeln. Die Verletzungen haben wir immer noch. Eine Woche später bloß Online-Chat. Die gesamte Mannschaft stellt sich einer Internetsportseite für einen großen Online-Chat zur Verfügung, in dem sich das Team den Fragen der Fans stellt. Diese sind sehr begeistert über dieses Engagement. Da sie dies organisiert haben und auch selbst teilnehmen, steigt ihre Beliebtheit bei den Fans um 2 Punkte. Super! Besser kann der Einstieg hier beim CFC noch nicht laufen, was sie bei den Fans betrifft. Also, schauen wir mal weiter nach. Was haben wir hier Schönes? Nö. Da gibt es natürlich erstmal nichts Neues. 702 Mannschaftsstärke. Also, das läuft ja schon mal ganz gut. Also, ja. Was natürlich mir gerade einfällt, ne? Spieloption. Ich habe natürlich ein bisschen was vergessen gerade, ne?
Also wenn schon, haben wir bei Schalke schon nicht gemacht. Jetzt hier auch noch. Also den habe ich bei der Einstellung vom Charakter natürlich noch vergessen zu erschweren, sagen wir mal. So, Autosave machen wir jede Woche mal. Mal Zeit, dass wir sie was einstellen, ne? Also Voreinstellungen. Was haben wir hier noch Schönes? Jo, optionale Bildschirme gucken wir in der zum Beispiel im Abstellen machen wir mal nicht rein, obwohl das erstmal für uns nicht zutrifft. Tipps einblenden und Quiz teilnehmen, ja, ist immer eine gute Nuance am Ende der Saison. 3D-Optionen, hier wollte ich noch was einstellen. Und zwar hier eigenes Stadion nach Ausbau beibehalten. Nicht, dass die alle ausgebaut werden, sehen die alle gleich aus, die Stadien, nachher ist ja langweilig. Sollen sie aufbauen, stehen in der Statistik, haben mehr Zuschauer drin, aber die Stadien sollen immer noch gleich aussehen. Und wir eigenes Original durch Stadion nach Ausbau durch Spiel beibehalten. Ich hoffe, das bleibt so. So. Okay. Wachsmut ist gut in Form. Müssen wir abwarten, wie jetzt der Laktattest und das weiter und alles wird, ne? Jetzt kommt ja gleich die entscheidende Woche vor dem Spiel gegen Osnabrück. Marco Motta wechselt von Turin nach Hellas Verona. Gerüchteküche, was haben wir hier? Stefan Lichtsteiner vom SC Arsenal beobachtet. Aha. So, Spielaufbau haben wir leider nicht verbessert viel. Frische ist gesunken, klar, Fitness haben wir uns gesteigert, Gott sei Dank. Ansonsten gibt es natürlich noch viel Arbeit hier. Und der Laktattest, Leute. Benjamin Förster. Urlaub tat ihn gut. Super. Fitness plus 10. Sauber. Penke hält sich im Training zurück. Also das kann natürlich nicht wahr sein. Toni Wachsmuth. Urlaub tat ihn auch gut. Plus 5. Super. Gut für die Mannschaftsfitness. Am Ende gesunde Ernährung bei Fabian Stenzel. Mein plus 3. Ronny Gabuschewski. Faul im Urlaub. Also, nur weil du erste Liga gespielt hast. Toll. Push. Ebenfalls. Überflüssige Funde. Insgesamt haben sich 3 Spiele verbessert, insgesamt Fitness unverändert. Na super. Auf- und Abwendungsrunde kommt auch noch dazu. Kommen wir gleich im Jugendbereich rein. Also gut. Gut, da gibt es noch einen Spieler, Stefan Weißenberger. Okay, ist ja super. Neues Sponsorenangebot lese ich dann, das ist auch schön. Hauptsponsor stellt Siegprämie Aussicht, Sponsortag durchgeführt. Ja, ist top aus. Chemnitz gewinnt nicht Gewinner. Leipzig gewinnt in der Vorbereitung. Christos Papadimitriou. Bester Spieler da gewesen in der Vorbereitung. Hansa Rostock auch ganz gut hier. Nur bis für Ronny Marcos sogar. Halle Safran, bester Torschütze. Und bei uns Ronny Gabuschewski und Tino Semmer, bester Torschütze. So, Liga-Fakten. 12-13 hier. In der ersten Bundesliga sind die Bayern natürlich die stärksten. Obwohl es die erste Bundesliga nicht wirklich interessiert. Die haben auch Martinez noch aufgelistet, weil der ist ja... Na gut. Gucken wir in die dritte Liga rein. Die Besten. Ist der Chemnitz FC zurzeit? Wow. Das ist ja cool. CFC, also mit 7,5 beste Mannschaft. Die Schlechtesten. Haching mit 632. Die Jüngsten sind aber auch Haching mit 19,3 Jahren im Schnitt. Die Ältesten sind die Preußers Münster. Lieber Barney, verjünge mal deine Mannschaft bitte. 25,2 Jahre im Schnitt. Höchster Marktwert hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. 4,1 Millionen. Niedrigster FC Elversberg mit 1,1 Millionen. Bester Spieler dieser Liga, Oliver Kirch, der eigentlich Erstligaspieler ist, aber hier wohl in die zweite abgeschoben wurde. Der jüngste ist Francesco Lovric, 16 Jahre alt. Der älteste ist Erol Sabanov, Torwart von Heidenheim. Den höchsten Marktwert hat Marvin Duksch vom BVB mit 800.000 Euro. Die meisten Spiele hat Michael Tog absolviert. 377 Profispiele und 129 Tore dabei, Michael Tog. Transferbilanz minus 1,7 Millionen. Die positivste Bilanz hat Regensburg, die haben 275.000 Euro eingenommen. Negativste hat Leipzig, die haben 1,6 Millionen Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Yusuf Pausen, Joshua Kimmich, Christos Papadimitriou, die teuersten Transfers jeweils bei RB Leipzig. So. Mal gucken, nach Stärke einsortieren. Nee, ich schätze uns hier auf Platz 3 ein. Leipzig schätze mal ganz oben. Ein Hansa schippe ich mal auch noch hier auf Platz 2. Duisburg noch vor Dortmund. Ansonsten Haching sehe ich ganz unten. Ich sehe aber auch Elversberg
mit unten drin. Und Kiel wird es auch ganz schwer haben. Osnabrück wird eine ganz schwere Saison haben. Die haben einen ganz großen Umbruch hinter sich. Preußen aus Münster von Barney. Ja, so wie sie bis momentan läuft, aber eben schätze ich sie auch so ein. Also, weiter geht's. Chemnitz FC trifft also auf den VfL Osnabrück. Das kann was werden, Leute. Das Spiel, was wir uns auch im 3D-Modus ansehen werden. Als erstes Spiel eben. Der erste Spieltag steht vor der Tür. Chemnitzer FC gegen den VfL Osnabrück. So, Frage. Penke oder Riederer am Tor? Riederer wieder förmlich bis abgesunken. Ich stelle erstmal Philipp Penke ins Tor. Hat die nicht die bessere Form, auch nicht, aber hat die bessere Erfahrung hier. Landeka wird links spielen, Bankert nicht unbedingt. Da ist ja Konrad oder Wachsmuth. Ich setze mal hier auf Wachsmut in die Innenverteidigung. Kegel oder Push? Kegel, finde ich, hat ein gutes letztes Spiel gemacht, letztes Vorbereitungsspiel. Oh, Bankert raus, dafür kommt Bilk in den Kader. So, Konrad bleibt drin, Makarenko. Ansonsten, na, nicht Semmer, sondern Förster natürlich. Hier vorne rein. Semmer, lassen wir ihn. Setzen wir ihn mit drauf auf die Startelf, ist die Frage. Gabuszewski kann rechts wie links spielen. Pfeffer, nee, das wird unsere beste Aufstellung sein, die wir erstmal haben. Die werden wir gegen Osnabrück an den Start checken im Heimspiel. Oh, Trainingslager ist beendet. David Pissot fällt beim VfL Osnabrück aus. Das ist ja Pech. Sponsorenangebot, gucken wir gleich mal rein. Gucken wir hier. Vattenfall will lokaler Sponsor werden. Ein Jahr, auf jeden Fall gut. Gucken wir, ob wir die Summe erhöhen können. Noch ein Stück. Ne, okay, unterschreiben wir Vattenfall. Und Coca-Cola Zero will Premium-Sponsor werden. Für ein Jahr, da können sie aber auch ein bisschen mehr an Geld geben. Ah, verdammt, das habe ich auch versaut. Ich dachte, ich kann noch einmal, na gut. Coca-Cola will nicht. Und Bandensponsoren haben wir da was übrig? Ne, haben wir nicht. So, Jugendtag. Yashin Genshan haben wir da aufgenommen. Naja, gut, ist auch nicht so ein tolles Talent. Siegprämie stellt der Hauptsponsor in Aussicht. Sponsor hat durchgeführt. Alle sind sehr optimistisch. Fanclub-Treffen war voller Erfolg. Clubvertreter waren über die Aussagen der Spieler sehr erfreut und versprachen, das Team in Zukunft auch gerade auswärts mehr zu unterstützen. Mehrere Projekte wie eine große Fahne, neue Choreografie wurden in die Wege geleitet. 6 Punkte Beliebtheit, wunderbar. Saisoneröffnung. Die Fans sind besonders neugierig auf die starken Neuverpflichtungen. Sind sehr erfreut, dass der Verein die Mannschaft wirklich mit guten neuen Leuten verstärkt hat. Blieb wahrscheinlich wieder um 5 Punkte. Wow, also wir sind ja hier, oder ich bin ja hier echt der Messias mittlerweile. Manuel Pusch hat mit einen verpflichtet. Hallo, war da nicht was gesagt? Ich verpflichte Jungspieler? War da nicht irgendwie was gesagt worden, dass ich Jungspieler verpflichten soll? Gucken wir noch mal rein hier bei den Mitarbeitern. Verpflicht. Ach Gott, ja, okay, das mache ich natürlich. Gut. Da habe ich mich tatsächlich verklickt, Leute. So. Dann natürlich Taktik und Aufgaben, was das Zeug hält. Aufgaben. So, Kapitän. Silvio Bankert. Nein, Marc Hensel wird Kapitän. Ronny Gabuszewski dahinter. Riederer. So, das ist unsere Mannschaftsrat. Elfmeter. Anton Fink ist in Ordnung. Elfmeter schießen. Ist auch nicht so interessant. Freischuss aufs Tor. Gabuszewski von links. So, vorne rechts macht es dann doch eher der Push. Ist erstmal so eingeteilt. Genauso wie hier. Ne, von rechts soll es der Push machen. Von links Gabuszewski auf jeden Fall. So, Ecken. Haben wir auch Push wieder ganz gut dabei. Von links also Gabuszewski. Von rechts wird es mit Push mit links machen. So. Aufgaben haben wir erledigt. Jetzt geht's also an die Taktik. Nein, brauchen wir nicht. So, Einsatz. Den stellen wir natürlich gleich mal ein. Der wird bei 75% erstmal liegen. Hier gleich mit den ersten Spielen. Detailliert natürlich auch. So, Sturmtank ist natürlich klar. Anton Fink.
Ecken, die kommen so auf den Elfmeterpunkt, so mittig, so genau, so ungefähr. Flankenhöhe immer hoch auf Fink und Förster, die sind da sehr kopfbar stark. Flankenposition, mittig auch so. So, Pressing, wir spielen zu Hause. Da können wir auf 55% gehen. Spielmacher haben wir dann erstmal keinen. Angriffsseite, mehr die Flügel natürlich. Über Gabuschewski und Pfeffer haben wir da zwar richtig gute Seite. So, Pässe. So. Und auch so mittig hier oben ein bisschen. Abwehrreihe ist in Ordnung so. Abstöße kommen immer lang. Zeitspiel. Oh. Anweisung. Gucken wir mal nach. Also. Landeka. Eigentlich linkes Mittelfeld, aber hier kann er auch ganz gut spielen. Positionstreue, kreativ, Tacklings. Zweikämpfe sind ganz gut, so kann er ruhig ein bisschen reingehen da, Tacklings. So, Vorstöße. So, Flankenhäufigkeit, auch Flanken sollte er eigentlich immer. So, gucken wir mal hier. Ball halten. Und ins Dribbling kann er dann auch ruhig mal gehen. So, Wachsmut. Bei Standards nach vorne, ist klar. Und auch eher Tacklings. Gucken wir mal hier, was haben wir hier? Zweikampf, 69, Manndeckung. Grätsche, ja, er kann ruhig auch mal ins Tackling gehen. Um die aggressiv zu stören, da die Gegenspieler. Vorstöße nicht unbedingt, Flankenhäufigkeit auch nicht. So, Wachsmut, China. Auch er, gucken wir hier, Grätsche. Zweikampf nicht so doll, also braucht nicht so doll reingehen. Gucken, was haben wir hier? Robustheit hat er auf jeden Fall, Sprungkraft hat er was. Ja, Vorschüsse braucht er auch nicht machen. Nur bei Standards geht er nach vorne und Ball halten soll er. So, Le Beau, auf jeden Fall. Gucken wir hier, Grätsche, Zweikampf, alles klar. Er geht auch wieder aggressiv rein. Vorschüsse wagt er auch öfter mal. Flankenhäufigkeit auf jeden Fall auch, Le Beau. Ball halten, bei Standards nach vorne. Oder nee, nicht unbedingt. Mm, okay, Marc Hensel. Zweikampf, Grätsche, definitiv Stellungsspiel, auch er geht mit Tacklings da aggressiv rein. Vorschüsse macht auch er öfter mal, er hat ja Flanken kann er auch öfter mal, Ball halten und Distanzschüsse kann er wagen. Mike Kegel, Ball halten, geht ins Dribbling. Vorstöße ab und an mal. Flanken, weil wir können auf jeden Fall auch. Achso, Marc Hensel habe ich vergessen. Hier natürlich noch bei Standards nach vorne. So, Ronny Gabuschewski. Das ist natürlich der Mann, der hier wirklich die Vorstöße oft, Flankenhäufigkeit 75%, Dribbling, steil gehen kann er auch immer. Aus der Distanz kann er auch immer schießen. So, Sascha Pfeffer. Auch er geht mal ins Dribbling. Jo, ansonsten haben wir noch Flankenschnelligkeit, Antritt, also kann er auch Vorschüsse immer wagen, weil er schnell ist. Flankenhäufigkeit auf jeden Fall auch. So, Fink natürlich klar, aber schon das nach vorne. Und Ball halten. Und natürlich Benjamin Förster. Ja, Kopfballpräzision, stand das nach vorne, logisch. Auch er soll den Ball halten. Oder wie Förster, glaube ich, eher mal der, der mal dazwischen spritzen kann, auch. Steil gehen, also. Da müssen wir ja alle durch haben, genau. Also, so haben wir die Mannschaft erstmal gut eingestellt. Laufwege noch natürlich. So, Pfeffer geht zur Grundlinie. Gabuschewski eher einer, der so ein bisschen reinzieht so. Die beiden kreuzen. Die beiden Stürmer. Rückwärtsbewegung muss natürlich auch da sein. Kegel stößt so ein bisschen mehr hier über außen. Hensel geht klar in die Mitte. So, zurückziehen sie sich beide da als verkappte Innenverteidiger. Die beiden, natürlich ganz klar, ziehen sich da zurück. Landeka und Le Beau. Also das ist ein schöner Pfeilsalat hier, aber das kriegen sie schon hin. Gerade die Flügel, offensiven Flügel müssen viel laufen. So, Vergleich, was haben wir bei Osnabrück da? Heuer, Fernandes, Tomic, Stadel, Neumann, Dejo, Feldhahn, Thiel, Omartelli, Grimaldi, Spann und Michael Blum, der Ex-Rostocker. Also auf jeden Fall kriegt der Spann hier eine Sonderbewachung. Der muss da natürlich immer
angekettet sein. So, so können wir auf jeden Fall ins Spiel gehen. Das war die Taktikschule für den CFC. Beim nächsten Mal geht's also los im Stadion an der Geller Straße im 3D-Spiel gegen den VfL Osnabrück, Leute. Ich bin gespannt, ob, wenn, dass ihr dabei seid. Hoffe, dass ihr dabei seid. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.